love bad bitches, that's my fucking problem. Kendrick, Drake, Rocky, James. Hip-Hop in Deutschland, copy-paste, copy-paste, copy-paste. Natze Amphetamin im Holiday und Nasch mit Frank Ribéry und goldenes Steak. Was geht ab, Freunde? Willkommen zu einer neuen Reaction auf meinem Kanal. Wir gucken uns heute das neue KZ-Video an. Das haben mir wirklich viele von euch zugeschickt. Ich würde sagen, wir labern gar nicht lange. Let's go. Neu, pro Schmelz. Jetzt neu! Mineral Boost. Hilft deine Zähne täglich vor Säureangriffen zu schützen. Vor Säureangriffen, korrekt. Alter, wenn jemand auf der Straße auf mich zukommt, Digga, und mir Säure ins Gesicht schütten will, dann habe ich einfach diese Zahnpasta dabei und schütze mich. KIZ, Digga. Grüße gehen raus. VIP in der Psychiatrie, Digga. VIP in der Psychiatrie. Psychiatrie, Digga, da kann ich dir ein Lied von singen. 6 Minuten 2. Ach du Scheiße, let's go. Auf dem Gelände der ehemaligen Irrenanstalt Birkenhain in Berlin steht heute mit der Nervenheilanstalt Birkenhain eine der modernsten Einrichtungen für Menschen mit psychischen Erkrankungen in Deutschland. Depression, Psychosen, Schizophrenie. Ich höre immer wieder, dass die Leute Depressionen sagen und ich sag nicht Depression, sondern ich sag auch Depressionen. Und damals, als To Bow auf meinen Was siehst du Song reacted hat, hat er sich drüber lustig gemacht, wie ich Depressionen ausspreche. Also Bowie! Auf alle Viere, wir machen Klatze an Klatze. Jeder 10 Meter Anlauf und Vollgas aufeinander zu. Wie im Break Your Neck Video von Busta Rhymes, Digga. In der Einrichtung werden klassische Krankheitsbilder mit neuesten Methoden ganzheitlich behandelt. Ermöglicht durch EU-Zuschüsse werden schon länger Warum habe ich das Gefühl, ich muss gleich lachen? Konzepte von tiergestützter Therapie bis hin zur Hypnose angeboten. Seit 4 Wochen arbeitet Musiktherapeutin Jana Kieritz mit straffällig gewordenen Patienten im psychiatrischen Maßregelvollzug. Ich schwöre dir, damals in der Therapie, das war immer das... Oh Gott, das ist jetzt wieder so ein Lied, da droppe ich jetzt zu viele Anekdoten. Manche nervt es komplett ab, es tut mir leid dafür. Aber in meiner Therapie, wo ich war, also in einer von denen, eigentlich in allen, gab es Musiktherapie. Und ich habe das immer geliebt, Digga. Es war immer so geil, Digga, weil irgendwann kam der Moment so, ich kann halt ziemlich gut trommeln, so, ne, jetzt ohne eingebildet klingen zu wollen oder so. Also gib mir irgendwas, wo ich drauf rumtrommeln kann und ich gehe ab. Und der Moment ist halt immer, das wissen halt natürlich nicht alle. In der ersten Musikstunde weiß es noch niemand so, bis ich mir halt irgendwelche Bongos schnappe und wir dann zu fünft irgendwie rumtrommeln, Alter, nicht halt voll abgeht, Digga. Und es hat immer mega Spaß gemacht, Digga. Ohne Spaß. Musiktherapie war geil. Gewordenen Patienten im Brunnen arbeitet Musiktherapeutin Jana Kieritz mit straffällig gewordenen Patienten im psychiatrischen Maßregelvollzug. Es sollen keine bestimmten Lieder gespielt werden. Es geht so ein bisschen darum, seine Gefühle auszudrücken. In der Musiktherapie geht es auch darum, dass man Geräusche hört, dass man auf Geräusche achtet. Auf die Wahrnehmung. Du musst Dinge wahrnehmen, Digga. Aktiviere deine Sinne. Sei aufmerksam. Achtsamkeitsübungen. Wem wollt ihr denn eigentlich hier was erzählen? Ja? Ich bin durchtherapiert. Und ja, möglichst miteinander interagiert. Die Patienten haben hier in der Regel schnell Erfolgserlebnisse. Ey, ich fände das jetzt voll lustig, wenn die jetzt so tun, als würden die jetzt da in der Musiktherapie sitzen und voll den krassen Song dahin knallen, Digga. Und können sich kreativ entfalten. Nico, Tarek, Maxim und Stana 666 sind eine Band und rappen über ihr Leben. VIP in der Psychiatrie, VIP. Okay, das wird lustig. In der Psychiatrie, VIP. In der Psychiatrie, Ein bisschen Yin-Yang-Twins-Vibes, Digga. VIP. Schizophrene Störung, Arme wie Mike Tyson. Mit mir willst du nicht im Fahrstuhl stecken bleiben. Geil. Schizophrenes Stück, Arme wie Mike Tyson. Mit mir willst du das dann nicht im Fahrstuhl stecken bleiben. Tarek, ich komm mit der Kettensäge und verpasse dir einen neuen Haarschnitt. Ich fick deine Mutter ihre innere und organisch wie ein Panik. Rem. Andersrum. Mit mir willst du nicht im Fahrstuhl stecken bleiben. Tarek, ich kam aus Afrika. Sorry, ich drück wieder so assi auf Stopp. An alle, die das hier auf YouTube sehen und sich darüber abfacken. Ab! Doch ich schlapp. Tarek, ich kam aus Afrika geschwommen. Du denkst, es regnet, doch ich schlappte gerade ein Schaf auf dem Balkon. Du denkst, es regnet, doch ich schlachte gerade ein Schaf auf dem Balkon. Ist nice, Digga.
Digga, geschwommen. Du denkst, es regnet, doch ich schlachte gerade ein Schaf auf dem Balkon. Wenn es einen Gott gibt, wieso kann er es nicht verhindern? Silvester mach ich Gulasch aus abgesprengten Fingern. Amputiere mir das Bein mit der elektronischen Fußfessel. Hab meine Zunge 2 Meter in deine schwulen Fresse. Nimm mal mit. Okay. Darf ich mir das angucken, Digga? Auf Twitch. Also ich meine, was er da gerade gesagt hat, so wenn es in die Richtung Homophobie und so geht, dann wird's schwer, Digga. Ich bin ein gottloser Hund, ich reiß dein Schädel ab und scheiß in dein kopflosen Rumpf. Oh mein Gott, ich bin ein gottloser Hund, ich reiß dein Schädel ab und kacke in deinen kopflosen Rumpf. Digga, was ist mit denn los, Alter, Ich feiere auch seine Stimmlage gerade, by the way, seine Stimmlage gerade brutal, Digga. Scheiß in dein seine kopflosen Betonung. Rumpf. KZ, ich bin ein Kannibal. Hast du gehört? KZ, ich bin ein Kannibal. Hast du gehört? Zersäge deine Leiche in der. Badewanne! VIP in Lübdischer Dreh. Hey, Junge. Junge. Du machst Zwangsjacke, Givenchy. Ey, Zwangsjacke, Givenchy. Ey, VIP in der Psychiatrie. Ey, VIP in der Psychiatrie. Ey, VIP in der Psychiatrie. Gott, ich hör dir, Digga, das ist eigentlich ambitioniert dazu, um hier komplett mitzuschreien, Digga. Luxusweet, Zwangsjacke, Givenchy. Die Steine sind echt, schau dir in Luft, doch ich denk ans Geschäft. Baby, ich muss weg, Video Rimini, sieht sich die Tage, ich zähle das Cash. Champagne. Fontaine, Rolls Royce, Emblem, Abu Dhabi, Milan, Paris, Champagne. Ja, ich bin noch beim richtigen Video, okay. Fontaine, Rolls Royce, Emblem. Die knüppeln den jetzt zusammen. Hey! Ich feier die Messages da einer. Champagne, Fontaine, da. Die kommen einfach mit der Gitarre rein. Digga. Meine Schreibmaschine hat keine Buchstaben, außer H-U-R-E-N-S-O-H-N. Digga. Ich komm nicht aus der Eastside, komm nicht aus. Was ist eigentlich für eine geile Zeile schon wieder? Meine Tatsache nur keine Buchstaben. Außer H-U-R-E-N-S-O-H-N. Das ist schon geil, Digga. Das erinnert mich gerade irgendwie an die Zeile. Wer von euch hat es schon mal geschafft, eine Fliege mit Essstäbchen zu fangen? The Westside! Bruder, ich komme aus der Steinzeit. Ich schau dir deine Schädeldecke ein. Und dafür geht mein Doppelgänger lebenslänglich rein. Geile Zeit. Schädeldecke ein. Und dafür geht mein Doppelgänger lebenslänglich rein. Blutige Balenciaga sind meiner Bärenfalle. In meinem DNA steht, ich bin ein Rhesusaffe. Auch die Reime sind halt saugut, Digga. Er hockt zusammengeboxt da, Alter. Ich bin auf dem Asphalt aufgeklappt. Da hockt er, Digga. Ne? Nix mehr mit Champagne-Fontaine, Digga. Blut-Fontaine. Weil ich keine Fallschirmhüfte, der nicht zu meinem Outfit passt. Auch saugute Zeile. Asphalt aufgeklappt, weil ich bin ein Rhesusaffe. Ich bin auf dem Asphalt aufgeklatscht. Ich bin auf dem Asphalt aufgeklatscht, weil ich keinen Fallschirm öffne, der zu meinem Anzug passt. Zu meinem Outfit passt. Das ist saugute Zeile, Digga. Er sieht auch sehr sympathisch hier aus. Hallo Mama, das ist mein neuer Freund. Weil ich keine Fallschirmhüfte, der nicht zu meinem Outfit passt. Jeder hier sagt, ich bin sympathisch und nett. Ja, jeder sagt das. Nico KZ, der Rapper mit dem Damenbart. Zum Tagsübersaufen brauch ich keinen Vatertag. Geil, auch geiler Flow, Digga. Muss man einfach mal ganz kurz sagen. Das ist geiler Flow. Das ist so ein bisschen Wiz Khalifa Flow. Dieses langgezogene. Damenbart. Zum Tagsübersaufen brauch ich keinen Vatertag. Gestern saß ich vor dem Valomat.
Und was kam raus, Bruder? Kalifat! Das ist jetzt das 20. Tick-Tick, bitte um Feedback. Digga. Das ist jetzt das 20. Tick-Tick, bitte um Feedback. Was ist das 20. Take-Bit? Bitte um Feedback. Mitte 30 übe ich nicht mehr, wie man vom Beat rappt. Die verdammt. Mitte 30 übe ich nicht mehr, wie man vom Beat rappt. Dann Groupies nehmen dich, was ihnen zusteht. Mit Gewalt, meine Olle kommt durch die Tür. Wieder die versteckten Girls wie Christoph Waltz. Ich hab Pilz aus Elefantenzähnen. Ich scheiße auf die Juice, denn ich kann nicht lesen. Das ist auch ne. Das ist eine nice Zeile, Digga. Das ist schon so abgespaced, das ist, Digga, das ist wirklich, das ist auch so der ganz eigene Stiefel von denen, Digga, das ist eine ganz krasse Nummer hier. Ich zieh den Schwanz aus meiner Stiefschwester und mach... Was, Dickpick? Das 20. Dickpick? Ach so, warte. Fahr durch die Tür vom Beatrap, zu Dickpick, bitte um Feedback. Ach so, okay. Das ist jetzt das 20. Tick-Tick, bitte um Feedback. Mit Mitte 30 übe ich nicht mehr, wie man vom Beat rappt. Die verdammten Groupies nehmen dich, was ihnen zusteht. Mit Gewalt, meine Olle kommt durch die Tür. Wieder die versteckten Girls wie Christoph Waltz. Ich hab... Meine Olle kommt durch die Tür, wittert die versteckten Girls wie Christoph Waltz. Wittert die versteckten Girls wie Christoph Waltz. Ist Christoph Waltz, ist das der, das ist doch der Friseur, oder? Aus Elefantenzähnen. Ich scheiße auf die Juice, denn ich kann nicht lesen. Ich zieh den Schwanz aus meiner Stiefschwester. Ey, Digga, komm. Und mach einen Abgang so wie Heath Ledger. Also ganz kurz, da muss ich ganz kurz, der Reib ist echt sehr, so. Ich zieh den Schwanz aus meiner Stiefschwester und mach den Abgang so wie Heath Ledger. Also an anderen Tagen könnte ich das moralisch bestimmt nicht vertreten, aber irgendwie finde ich es gerade. Alles einfach lustig! Halt, stopp! Was geht ab, Freunde? Willkommen zu einer neuen Reaction auf meinem Kanal. Wir gucken uns heute das neue KZ-Video an. Das haben mir wirklich viele von euch zugeschickt. Ich würde sagen, wir laden... Das mache ich als Intro. Ey, Cutter, mach das als Intro. Aber gar nicht lange. Let's go. Ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben so ein bester Hip-Hop-Song ever. Überkrass, endkrass. Ich komme auf mein Leben nicht mehr klar. Digga, das war mal richtig heftig, Mann. Das war mal richtig heftig, Alter.